Hi zusammen, heute geht's um Unit-Tests mit Selenium. Wir wollen uns das Ganze direkt einfach mal angucken. Ist eigentlich nicht wirklich schwer, man muss nur wissen, was Unit-Tests sind und man muss wissen, was Selenium ist. Und dann kann man seine Test-Cases wunderbarstens ausführen. Und ja, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Es funktioniert ein kleines bisschen anders wie gewöhnliche Unit-Tests. Zumindest, es dauert länger, sagen wir es einfach mal so. Aber wir machen das Ganze in einem separaten Skript. Wir importieren natürlich Unit-Test, weil wir das zum Testen brauchen. Wir importieren Selenium, und zwar den Web-Driver. Und weil ich auch, das machen wir das nächste Mal wahrscheinlich oder so. Und dann definieren wir jetzt hier eine Klasse selbstverständlich für unseren Unit-Test. Und zwar sagen wir hier Google-Test. Was natürlich von unittest.testcase erben muss, das ist ganz klar. Also ich hoffe, das wisst ihr alle. Wir müssen immer, wenn wir einen Unit-Test schreiben, muss diese Klasse von unittest.testcase erben. Es gibt einen Haufen Zeug, was man in Unit-Test findet. Nur ganz kurz, Base-Test-Suite und so weiter und so fort. Test-Result, Test-Program, Test-Loader, Test... Aber im Endeffekt, wenn ihr einen Test schreibt, immer von Test-Case erben. Das ist ganz wichtig. So. Und dann haben wir hier normalerweise eine Setup-Methode, wobei dann halt, die hat sich normalerweise immer so geschrieben, da haben sie nämlich ihre Konvention so ein bisschen gebrochen. Setup war für uns jetzt mit Selenium, naja, was ist das Ganze? Selenium ist erstmal self.driver, also da setzen wir quasi alles auf. Wir sagen, was wir haben und da sagen wir einfach, ja gut, wir haben einfach einen webdriver.chrome. Und zwar an der Stelle von dem Ding hier, Copy Path, wunderbar, vielleicht als String das Ganze noch, ach komm schon, und manchmal verarscht mich meine IDE, tut mir leid, jetzt, okay, das ist alles, was wir hier machen wollen. Was wollen wir dann also testen? Das schreiben wir hier unten rein, und zwar in die Testmethode. Ihr könnt mehrere Testmethoden haben, wenn ihr das wollt. Und wir sagen jetzt hier einfach Test Google Search. Und ja, jetzt haben wir hier eigentlich den Driver zur Verfügung. Den haben wir natürlich schon geladen hier in unserem Setup, das ist klar. Und das wird quasi vor jedem Test ausgeführt, diese Setup-Methode. Und wir können jetzt hier in dem Test einfach sagen, was wir gerne testen wollen. Das heißt, wir sagen jetzt hier, okay, ja, was wollen wir denn machen? Wir wollen, was wollen wir denn tatsächlich machen? Wir wollen self.driver.get erstmal aufrufen. Und zwar, da kopiere ich mal einfach ganz kurz das aus dem letzten Video, diese URL hier mit dem XHTML. Das geht, glaube ich, so schneller. Also wir wollen die URL aufrufen. Dann wollen wir dort etwas, ich kann eigentlich das hier kopieren, wobei wir das hier nicht brauchen. Und natürlich haben wir Driver nicht, wir müssen self.driver finden. So, das heißt, wir sagen hier Search Field, wir suchen uns mal wieder das Suchfeld namens Q und wir googeln nach Google und wir submitten das Ganze. So, und jetzt, wo ist das Ganze? Ein Test. Ein Test ist es dann, wenn wir Asserts drin haben und diese Asserts nicht fehlschlagen. Das heißt, wir sagen hier drin zum Beispiel Assert in, self.assert in, sorry. Das ist eine Funktion, die euch unittest.testcase, also die Klasse hier mitliefert. Und damit kann ich überprüfen, ob irgendwas wo drin steht. Zum Beispiel kann ich überprüfen, ob Google, was hoffentlich da drin steht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Google sollte wohl in dem Titel unserer Webseite sein. Wie bekommen wir den Titel unserer Webseite? Ganz einfach über self.driver.title. Damit bekommen wir den Titel von unserer Webseite. Das heißt, das, was oben im Browserfenster angezeigt wird. Okay, das ist schon mal gut. Das ist was wir machen können auf jeden Fall. Wir können überprüfen, ob Google drin steht. Wir können aber auch noch nach diesen Suchergebnissen suchen. Und da sagen wir jetzt einfach mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie das Ganze aussieht. Da muss man natürlich auch selber sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie sieht die Webseite aus? Und was genau kann diese Webseite? Also das ist jetzt nicht ferngesteuert, das ist auch ein anderer Browser. Ich google jetzt hier einfach mal nach irgendwas Komischem und wir sagen jetzt hier, wir kopieren uns das Ganze, habe ich gerade schon gemacht. Und jetzt searchen wir hier unten wieder mal, das heißt wir überprüfen, ob irgendwas drin stand in dieser Webseite. Wir sagen, das hier sollte nicht in self.driver.page stehen.
beziehungsweise Page Source, besser gesagt. So, das sollte ich jetzt ein bisschen, ich ziehe das einfach gerade mal so rüber. Wir asserten hier, also wir überprüfen, ob dieses Ding hier auch wirklich nicht drin steht, weil wir wollen ja nach Google googeln, und wenn wir nach Google googeln, sollten wir mehr als ein Ergebnis haben, auf jeden Fall. Das heißt, das hier sollte nicht in unserem Source Code von der Page stehen. Also in Page Source findet ihr wirklich alles, was diese Seite euch sozusagen anbietet. Okay, so, dann gibt es noch eine Methode, die wir hier brauchen, und def tear down. Ihr seht da auch wieder mal die Konvention von Python eigentlich so ein bisschen kaputt gemacht. Eigentlich schreibt man ja mit Python Bodenstrich. Die Methode ist geerbt, die muss ich überschreiben und die heißt tatsächlich auch so. Aber nun gut. Was ich in der teardown Methode machen möchte, ist self.driver.close. Und ja, jetzt gibt es natürlich noch main. Main möchte diesen Testfall hier ausführen. Das heißt, wir sagen hier if Bodenstrich, Bodenstrich, name gleich, gleich Bodenstrich, Bodenstrich, main, Bodenstrich, Bodenstrich, Doppelpunkt. Wenn wir diese Datei ausführen, dann wollen wir unittest.main ausführen. So, unittest, Achtung, das ist jetzt nicht irgendeine Klasse oder irgendeine Methode, die wir uns definiert haben, sondern die bekommen wir über diesen Import hier. Und die führt einfach alle definierten Unit-Tests durch, das heißt alles, was von unittest.testcase erbt. Und ja, wir starten das Ganze einfach mal. Und was passiert? Wir sehen hier, wir googeln danach und es wird direkt wieder geschlossen. Und alles in 3 Sekunden quasi durch, also wir haben nur ganz kurz was gesehen, wir brauchen auch nicht wirklich da sein, es wird ja alles automatisch gemacht, das ist das Tolle, und wir brauchen 3 Sekunden für den Test und er war okay. Klasse, das war eigentlich alles, was wir machen wollten. Wir wollten einen Test schreiben und wir wollten überprüfen, ob alles so funktioniert. Jetzt können wir natürlich hier noch hergehen und können noch weitere Tests machen. Das heißt, wir können hier sagen def test google negative search self, genau, so, und dann sagen wir hier im Endeffekt genau dasselbe wieder. Klar, dass man das ein bisschen variieren sollte, also hier nicht immer dasselbe reinzutun, ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, aber das ist jetzt ein bisschen einfacher gerade so. Und jetzt suchen wir hier einfach mal nach irgendwelchen komischen Zeichen und wir überprüfen quasi, ob unsere Suchanfrage auch wirklich nichts findet. Das ist kein toller Test, das gebe ich zu, aber ich bin auch nicht der Mensch, der Google auf seine Funktionalität testen sollte. Sondern ich möchte euch einfach nur zeigen, wie so ein negativer Test dann auch funktioniert. Also wir überprüfen hier quasi, ob jetzt genau das in der Page Source drin steht. Das heißt, wir machen hier mal Go und wir sehen, jetzt wird dieser Test ausgeführt und jetzt wird dieser Test ausgeführt. Also es wurden quasi 2 Tests ausgeführt. Also erst wurde der Test hier ausgeführt, ich weiß gar nicht, warum der zuerst ausgeführt wurde, und dann wurde der Test ausgeführt, aber es wurde jedes Mal davor das Fenster, also dieser Driver hier geladen, und jedes Mal wurde der Driver danach wieder, oder das Fenster wieder geschlossen. Das heißt, die Fenster sind quasi wirklich neue Fenster, die wir hier haben, und diese Testfälle werden unabhängig voneinander durchgeführt. Ihr könnt hier einfach so viele Tests reinschreiben, wie ihr wollt, alle, die halt das als Setup benötigen. Dann, wenn ihr das mal nicht benötigt, also wenn ihr mal anderes Setup oder anderes Teardown habt, könnt ihr einfach eine neue Klasse erstellen und dort dann eben mit euren Testcases weitermachen. So, wunderbar, und so könnt ihr Selenium als Unit-Test wunderbar easy integrieren. Wir sehen hier unten auch, okay, ran 2 Tests. Wir können jetzt mal gerade noch das Negativbeispiel machen, was denn bei rauskommt, wenn jetzt ein Test fehlschlägt. Das heißt, wenn wir jetzt hier erwarten, dass etwas dazu ist, und wir sehen, da war gerade ein F, und wir haben jetzt hier ein Fail. Test, Google, Negative Search, Main Google Test, Traceback ist hier, Assert, es wurden keine mit deiner Suchanfrage, blablabla, bla bla. Not in self.driver.pagesource, assertion error. Das bedeutet so viel wie, das ist nicht geglückt, das stimmt so nicht überein, weil es gab eben keine Suchergebnisse, deswegen wurde genau das hier in dem Pagesource gefunden, also ist diese Aussage hier falsch. Das ist quasi einfach eine Boolean-Überprüfung, die zu einem Fail führt. Deswegen machen wir das hier natürlich wieder so, dass der Test auch wirklich erfolgreich ist, weil wir erwarten ja hier kein Suchergebnis und hier erwarten wir ein Suchergebnis. Ja, genau. Und das ist es auch schon. Ihr solltet aber, wenn wir jetzt diese beiden Testfälle hier so angucken, die sind sehr, sehr ähnlich. Aber was ihr nicht machen solltet, ist, also ihr könnt das hier zum Beispiel in die Setup-Methode auslagern, wenn ihr das wollt.
Aber, und das hier von mir ist auch, aber ihr solltet auf keinen Fall hier diese beiden Tests in einen Test zusammenpflegen. Also quasi sagen, hey, und wenn ich jetzt danach suche, dann erwarte ich das hier, also beide Asserts hier in einen Test reinpacken. Das solltet ihr nicht machen, denn dafür sind Testfälle da. Sie testen unterschiedliches Verhalten. Also einfach quasi alles, was man machen kann, wird getestet. Und deswegen sollte man auch natürlich verschiedene Testcases haben. Okay, soviel zu meiner Aussage hier zu Unit-Tests und zu Selenium natürlich. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.